Hallo bei Lissi Liebwolle, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich möchte dir heute zeigen, wie ich ein Tuch spanne. Die Anleitung zu dem Tuch selber, die verlinke ich dir natürlich in der Beschreibung. Ich habe dieses Tuch aus einer reinen Merino-Wolle gestrickt und wie du auch sehen kannst, besteht der Großteil aus glatt rechts. Und die, die schon ein bisschen länger stricken, die kennen das wahrscheinlich auch, glatt rechts. Das rollt sich alles. Aber, simsalabim, wenn wir hinterher das Tuch gespannt haben und es ist trocken, ich denke, ihr werdet ganz, ganz, ganz doll staunen. Da ist von diesem Ganzen, es rollt sich auf in alle Richtungen, nichts mehr zu sehen. Also ich zeige euch das Ganze mal, wie das jetzt ungespannt aussieht. Also das ist wirklich so, das rollt sich halt immer wieder zusammen. Da kann ich noch so sehr versuchen, das hier hinzulegen und zu machen. Es passiert nichts. Es ist auch noch ungewaschen. Ganz kurz vorweg, warum spannen wir eigentlich Tücher oder warum blocken wir Tücher oder auch verschiedene Kleidungsstücke? Also in Bezug auf das Tuch gibt es einmal die Variante, dass du halt ein schönes Lochmuster gestrickt hast oder ein anderes Muster, was natürlich durch das Spannen viel, viel mehr zur Geltung kommt. Du siehst es hier, neben diesem kleinen Ährenmuster, wenn ich es auseinanderziehe, läuft eine richtig schöne Linie Lochmuster nach oben. Die wird aber erst so richtig sichtbar, wenn ich hier ein bisschen Spannung drauf gebe. Genauso ist es hier an meinem Rand. Ich habe in den Rand ein Lochmuster eingearbeitet, welches allerdings auch nur zu erkennen ist, wenn ich das Ganze so richtig auseinanderziehe. Ja. Na? So, da seht ihr das, glaube ich. Das wird aber nachher viel, viel, viel klarer werden, sobald wir das Ganze dann auch gespannt haben. Es gibt verschiedene Varianten, wenn ihr jetzt mit einer reinen Baumwolle gearbeitet habt und kein großes Muster irgendwie mit integriert habt. Da reicht es wirklich, das Tuch zu waschen. Das müsst ihr eh machen, weil mit dem Waschen entspannt sich einfach die Wolle. Die Faser kommt einfach zur Ruhe. Das ganze Strickstück wird insgesamt ein bisschen stimmiger und ruhiger, weil die Maschen, die legen sich einfach nochmal richtig hin. Na, die haben so ein bisschen sich so fein herausgeputzt. Und wenn ihr auf jeden Fall ein Baumwolltuch gewaschen habt, dann reicht es manchmal auch, das einfach zu blocken. Blocken wäre, ihr holt das Baumwolltuch raus, es ist ein bisschen klamm, und legt es einfach so hin, wie ihr es haben mögt. Da könnt ihr auch so ein bisschen Länge rausholen, ein bisschen Breite und. Also das ist tatsächlich ganz, ganz, ganz variabel. Dann würde ich sagen, sehen wir uns ja, gleich in meinem Badezimmer wieder und dann zeige ich euch einmal kurz, wie ich das Tuch wasche. So, dann bist du jetzt also mit mir in meinem Badezimmer. Ich habe also schon Wasser eingelassen in das Waschbecken. Bitte verwende kein kaltes Wasser, aber bitte auch kein heißes Wasser. Die Wolle soll ja keinen Schreck bekommen. Dann tut ihr etwas Waschpulver hinzu. Ihr könnt da auch einfach ja, ein bisschen Shampoo verwenden. Ich habe hier auch ein schönes Wollwaschmittel. Also ich bin ehrlich, ich benutze da einfach ganz normal das, was ich auch halt daheim habe. Ich gehe jetzt nicht extra los und kaufe etwas. Und dann gebt ihr das Tuch ganz vorsichtig hinein. Ihr müsst euch das immer so vorstellen, ihr habt dem Tuch jetzt so viel Liebe und Aufmerksamkeit gegeben oder auch eurem Strickstück. Und das hat ja auch einiges an Stunden euch gekostet, abgesehen vom Material. Und genauso solltet ihr halt auch mit dem Tuch umgehen, wenn ihr es wascht. Ich verwende tatsächlich für meine Strickstücke lediglich die Handwäsche. Selbst wenn auf dem Etikett steht, es dürfte in der Maschine gewaschen werden. Es ist einfach so, ich habe da einfach ja, schon zwei, drei böse Erfahrungen gemacht.
Ja, und bin da einfach ein bisschen vorsichtiger. Und ich finde auch, dass die Maschen einfach sich ein bisschen schöner legen, wenn das Ganze mit der Hand gewaschen wurde. Also ich wende hier keine Kraft auf. Ich ja, hole das einfach immer mal wieder ein bisschen raus aus dem Wasser, sodass alle Stellen gut berührt werden und drücke es immer ganz langsam nach unten, hebe es wieder hoch. Also ich mache dann ganz soften Waschgang mit. Dieses Video ist im Übrigen auch für die Häklerinnen und Häkler unter uns interessant, weil da ist das nämlich genauso wie mit den Strickstücken. Ja, und jetzt lege ich das Ganze eigentlich nur noch ein paar Minuten beiseite, etwa 15 Minuten, und dann hole ich das raus und dann nehme ich dich auch gerne noch mal mit. So, 15 Minuten sind jetzt um. Ich habe bereits das Wasser abgelassen und jetzt geht ihr wieder her und nehmt weder kaltes noch warmes Wasser und drückt das ganz langsam alles mal so aus, was ihr da so an Waschmittel drinne habt oder auch nicht. Und das macht ihr jetzt einfach das ganze Tuch durch. Auch da wieder seid nett zu dem Tuch, gebt ihm die nötige Liebe, die es verdient hat. Und wenn ihr alle Rückstände von eurem Waschmittel oder von eurer Seife oder was auch immer ihr rein habt, vielleicht habt ihr auch nur mit Wasser das Ganze gemacht. Das sieht jetzt vielleicht ein bisschen so aus, als würde ich hier arg quetschen, aber ich nehme es wirklich ganz sachte in die Hand. Und ja, drückt wirklich ganz, ganz leicht nur. Und wenn ihr gar nicht so viel Produkt reingegeben habt, dann dauert es auch gar nicht so lang. Also, wenn alles raus ist, dann sehen wir uns gleich wieder oben in meinem Handarbeitszimmer. Und dann geht es dann gleich auch schon weiter mit dem Spannen. So, dann sind wir jetzt also schon wieder hier oben. Und ich zeige euch einmal so im Ansatz, wie ich gleich spanne. Vorweg einmal, ich lege das Tuch nochmal weg. Ich habe hier ein ganz altes Handtuch, einfach weil ich da gleich mit den Stecknadeln reinpieke und ich mir nicht meine schicken Handtücher versauen möchte. Und das hier ist eine Schaumstoffmatratze mit ja, 5, 6 Zentimetern. Die ist auch, ich glaube, 2 Meter groß und 90 Zentimeter breit. Passt bei mir hervorragend auf den Schreibtisch. Kann ich nur jedem empfehlen, der vielleicht noch eine Möglichkeit zum Spannen sucht. Also, ihr legt das Tuch dann erstmal gerade vor euch. Und der erste Schritt ist eigentlich, dass ihr das erstmal zurechtlegt, wie ihr es gleich gerne haben mögt. Ich beginne dazu immer hier oben an der Kante, also die mittlere, ne? Die Mitte, die justiere ich mir eigentlich aus, weil das wäre auch das Stück, wo ich hinterher anfangen würde zu spannen. Dann würde ich schon mal die Längskanten hier so ein bisschen mehr zurechtzupfen. Das geht immer hervorragend. Die legt man dann schon mal hoch. Ich weiß, ihr seht nicht alles. Das ist mir durchaus bewusst. Das geht aber auch nicht, weil das Tuch schon so gewachsen ist jetzt beim Waschen. Also ihr seht jetzt, glaube ich, schon den krassen Unterschied von vorher zu hinterher. Ich versuche das gleich nochmal so ein bisschen anzuheben und euch das zu zeigen. Also das Gleiche mache ich halt auf dieser Seite hier, dass ich mir erstmal so die Breite halt einfach zurechtlege, ne? Dass ich mir die Spitzen an den Ecken so ein bisschen zurechtzupfe. Und natürlich auch die Spitze hier unten. Und dann vom Spannen her, ich arbeite mit ganz normalen Stecknadeln. Ich weiß, einige verwenden ausschließlich T-Nadeln. Ich komme da aber ganz gut mit zurecht. Und ich zeige euch dann gleich nochmal, wie es gespannt aussieht. Und will euch aber jetzt noch einmal das ganze Volumen schon mal zeigen, also wie es jetzt schon nach dem Waschen aussieht. Das finde ich halt einfach, ist jetzt schon echt, echt, echt ganz schön, hat sich da was getan in der Größe.
Dann sehen wir uns gleich wieder. Nein, das Tuch ist noch nicht fertig gespannt, aber ich habe gerade gemerkt, wo ich so mittendrin war, dass ich euch das eigentlich schon so ein paar Nadeln auch eben zeigen kann. Also ich habe, wie gesagt, hier in der Mitte begonnen und habe mir erstmal hier das schöne Ährenmuster fixiert, rechts und links, und gehe jetzt erstmal diese Seite entlang. Und das mache ich, indem ich jetzt einfach immer mir das so ein bisschen gerade ziehe, auch so ein bisschen Spannung drauf bringe und dann wirklich hier mit der Nadel das fixiere. Und ihr seht auch, also meine Nadeln haben auch nur einen Abstand von 2 Fingerbreiten. So, und das machen wir hier halt genauso. Und das wollte ich euch einfach noch mal kurz zeigen, bevor ich euch gleich das Fertige zeige, wie ich da halt einfach vorgehe. So. Ich glaube, jeder entwickelt da auch seine eigene Technik. Aber ich komme da so ganz gut mit klar, wenn das also wirklich ein bisschen auf Spannung ist. Und jetzt aber wirklich bis gleich. Ja, das Tuch ist dann jetzt komplett gespannt. Ich habe unendlich viele Nadeln verwendet. Das ist das, was übergeblieben ist. Ich glaube, ihr habt zu Anfang ja gesehen, wie viele Nadeln drin gesteckt haben. Ich werde euch auch gleich nochmal das ganze Tuch gespannt zeigen. Das mache ich aber zum Ende, sonst wackelt das hier die ganze Zeit nur. Was ihr, glaube ich, schon sehen könnt, dass das Lochmuster einfach total schön zur Geltung kommt. Und jetzt noch ein paar Fakten. Also, das Tuch hatte vor dem Spannen eine Höhe, also von der Spitze bis zur oberen Kante von 42 cm. Ich habe jetzt nicht ganz so arg gespannt, also nicht alles gegeben, was irgendwie ging, und bin jetzt in der Höhe gelandet bei 58 cm. Das heißt, nur durch so ein bisschen hinlegen und ein bisschen spannen habe ich 16 cm gewonnen. Und jetzt kommt's. In der Breite hatte das Tuch vorher 101 cm. Und jetzt nach dem Spannen, und auch hier habe ich nicht Ultimo rausgeholt, weil ich nicht finde, dass die Maschen unbedingt schöner werden, umso größer sie auseinandergezogen werden. Jetzt hat es hinterher 1,43 in der Breite. Das heißt, da haben wir ganze 42 cm gewonnen. Finde ich unglaublich. Also es lohnt sich auf jeden Fall, dass ihr euer Tuch spannt. Und ihr solltet auch euer Strickstück oder euer Häkelstück immer erst beurteilen, wenn ihr es gewaschen habt und wenn ihr es geblockt oder gespannt oder es getrocknet ist. Weil man, ihr habt das gesehen, das Tuch vorher war wirklich nicht schick, ne? Dieses eingerollte Ding. Also das hätte ich wahrscheinlich, wenn ich nicht gewusst hätte, wie, gar nicht weiterverfolgt und wäre wahrscheinlich ein bisschen deprimiert gewesen. Also nehmt euch die Zeit, das kann auch ein bisschen was Meditatives sein, so ein Tuch zu waschen und zu spannen, so ein bisschen so ein Abschluss vom Projekt. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt einiges mitnehmen können. Wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt den Daumen nach oben. Vergesst nicht, kostenlos meinen Kanal zu abonnieren und drückt das Glöckchen, wenn ihr das nächste Mal eine Benachrichtigung haben möchtet, sobald ein neues Video verfügbar ist. Ihr Lieben, ich wünsche euch viel Spaß beim Nacharbeiten und hier, wie versprochen, noch einmal das ganze Tuch, soweit ich es drauf bekomme, in gespannter Variante. Also bis zum nächsten Mal, eure Nissi. Macht's gut!